Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Fazit gleich vorweg. Der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion ist nichts als ein Feigenblatt für Ausgrenzung von Religionsgemeinschaften insgesamt. Ich will Ihnen das auch gerne erklären. Ja, Christen werden verfolgt, aber auch Buddhisten, Muslime und Juden. Es gibt Juden, die werden in muslimisch geprägten Ländern verfolgt. Es gibt Muslime, die werden in buddhistisch geprägten Ländern verfolgt. Es gibt aber auch Christen, die in christlich geprägten Ländern verfolgt werden, sogar von Christen selbst. Die Realität ist eben komplex, und in Ihrem Antrag werden Sie der komplexen Realität einfach nicht gerecht. Die Folge ist, Christenverfolgung wird in Ihrem Antrag einseitig als ein Problem islamischer Staaten deklariert. Damit legen Sie bewusst die Axt an die Gleichwertigkeit aller Glaubensgemeinschaften. Sie sagen, Sie wollen Christen schützen. Tatsächlich aber spielen Sie Religionen gegeneinander aus. Die Forderungen in Ihrem Antrag sind so nichts weiter als Abschottungsromantik. Entwicklungshilfe kürzen, Handelsprivilegien abschaffen, Visa einschränken. Wenn Austausch, dann nur für Christen. Interreligiöser Dialog, Fehlanzeige. Eine Differenzierung findet schlicht nicht statt. Und haben Sie einmal ins Grundgesetz einen Blick geworfen, Studienplatzvergabe und Flüchtlingshilfe an die Religionszugehörigkeit zu knüpfen? Das ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Übrigens auch nicht mit christlichen Werten. Für die AfD-Fraktion geht es bei diesem Thema nicht um Verfolgung an sich. Es geht vor allem um Ausgrenzung von Muslimen. Diese Art der Politik hat bei Ihnen Methode. An Ihrem Versuch, Religionsgemeinschaften gegeneinander auszuspielen, werden wir Freie Demokraten uns nicht beteiligen. Meine Damen und Herren, die Religionsfreiheit jedes Einzelnen ist häufig dann gefährdet, wenn Glaube und Politik miteinander vermischt werden. Und die AfD macht genau das. Mit ihrem Mantra der Islamisierung politisieren sie jeden einzelnen Muslim. Dabei wird Deutschland heute im 21. Jahrhundert ebenso wenig islamisiert, wie Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts judaisiert wurde. Ab und an sollten auch Sie aus der Geschichte lernen. Aus der Geschichte lernen bedeutet auch, die Verteidigung von Religionsfreiheit nicht nur rein rechtlich zu betrachten, sondern diese auch im Alltag vorzuleben. Was wir gestern im Prenzlauer Berg gesehen haben, zeigt, Religionsfreiheit muss jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Für uns Freie Demokraten steht fest, Antisemitismus darf in Deutschland nie wieder einen Platz haben, und religiös motivierte Straftaten müssen konsequent verfolgt und bestraft werden. Auch wir als Europäer müssen Religionsfreiheit ausreichend schützen. Und wenn ein Viktor Orban die Wahl in Ungarn mit einer Kampagne gegen sogenannte muslimische Invasoren gewinnen kann, so sehen wir, wie schnell sich Vorurteile in unserer Gesellschaft verfestigen können. Meine Damen und Herren, Deutschland und auch die Bundesregierung müssen ihren Beitrag dazu leisten. Und wir Freie Demokraten fordern eine aktive Menschenrechtspolitik, die weltweit für Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit eintritt und die Menschenrechte auch lokal umsetzt. Denn Religionsfreiheit ist immer auch ein Gradmesser für die Toleranz und Integrationsfähigkeit einer ganzen Gesellschaft. Es braucht auch hier Mut zu neuen Ideen. Das House of One in Berlin ist so eine Idee, den interreligiösen Dialog zu stärken. Aktive Menschenrechtspolitik bedeutet auch, sich von Verfolgungssuperlativen zu distanzieren, so wie es die evangelische und katholische Kirche in ihrem Bericht zum Thema Christenverfolgung getan hat. Das erwarte ich auch von jedem einzelnen Abgeordneten in diesem Parlament. Meine Damen und Herren, und ich komme zum Schluss. Anschläge auf Christen wie in Ägypten
Oder in Pakistan mahnen Staaten und Kirchen gleichermaßen, religiöser Fanatismus in Verbindung mit staatlicher Gewalt muss weltweit geächtet werden. Ob Christen in Ägypten, die Rohingya in Myanmar oder Jesiden in Syrien, vielerorts sind Religionsgemeinschaften unterdrückt. Staaten, Kirchen und alle friedliebenden Religionsgemeinschaften müssen miteinander die Religionsfreiheit verteidigen, anstatt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Und lassen Sie uns ein Stück dazu beitragen. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch eine Zwischenintervention. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Dr. Anton Friesen. Bitte.